Ja, hallo, herzlich willkommen wieder heute auf meinem Kanal. Heute wieder teste ich ein Geschenk für das Weihnachtsfest, genau. Und ich habe heute wieder bei Amazon eine Drohne eingekauft. Die werden wir uns heute einfach mal anschauen. Und zwar hier die Wasp. Laut Anleitung soll die sogar Video in Full HD können. Werden wir mal einfach schauen, ob das so ist. Und sind einfach mal gespannt drauf, wie es hier drin ausschaut, was die Drohne für Features hat. Ja, leider ist es draußen schon dunkel. Ich kann leider draußen nicht fliegen, aber wir können soweit alles schon mal durchtesten. Ja, hier habe ich die Drohne wieder schön eingepackt in ansprechender Verpackung von Shark Spark. Hier habe ich schon mal die Features draus. Also, ich habe hier Wi-Fi-Verbindung, 2,4-Technologie, das ist halt die Gigahertz-Zahl, die Frequenz, wo gesendet wird, hat einen sogenannten Heatless-Modus, dann werde ich nochmal drauf eingehen. Ein 6-Achsen-Gyroskop haben mittlerweile alle, kann Fotos und Videos machen, kann 360 Grad Flips machen und hat einen Auto-Return-Home, der in Verbindung nur mit dem Heatless-Modus funktioniert und hat Licht am Kopter. Jetzt habe ich hier irgendwie noch ein paar technische Daten. Ne, nichts mehr. Okay. Machen wir einfach die ganze Sache mal auf. Ja, hier kommt mir schon mal die Bedienungsanleitung entgegengefallen. Und zwar habe ich hier die normale, einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Überfliege ich mal kurz so. Wie gesagt, Gewicht ist interessant. Ich habe 103 Gramm, das heißt, ich brauche hier dem kein Adressaufkleber zu verpassen. Das heißt aber nicht, dass ihr eine Haftpflichtversicherung anmelden müsst, um dieses Modell zu übertreiben. Das ist immer seit schon länger vorgeschrieben für Modelle, jeglicher Art, wie schwer die sind, eine spezielle Drohnen- oder Modellbauhaftpflichtversicherung euch abzuschließen. Wie gesagt, der Lipo hat 1000 mA, 3,7 Volt und kann 10 Minuten bis 12 Minuten kann er lang fliegen. Und bis zu 100 Meter kann ich ihn sogar fliegen. Das ist schon sehr weit für diesen kleinen Kopter, weil das Problem ist, wenn er zu weit weg ist, habe ich keinen Überblick mehr, wo vorne und hinten ist. Ja, hier habe ich Propellerschutz dran und hier die Fernbedienung. Hier kann ich die Fernbedienung unten habe ich so einen Mobilfonhalter, den kann ich ausziehen. Hier kommen Batterien rein, dreimal AA-Batterien. Kann man dann uns bestücken. Ja, die ganze Sache muss ich aufladen. Hier schreiben sie von 120 Minuten und die ich brauche, um die ganze Sache aufzuladen. Ja, wie gesagt, wenn ich fliege, muss ich hier natürlich gucken, dass ich hier auch wirklich fliegen kann, dass ich niemand gefährde. Jetzt in der Nähe von Flughäfen und so weiter und so fort über Leute ab 12 Menschen, 12 Mann soll ich nicht fliegen. Hier gibt es die sogenannte Drohnenverordnung, da bitte ich euch, da euch genauestens zu informieren. Ja, ich schalte die Drohne erst ein hier und dann horizontalen Boden stellen, weil eben der Gyro sich kalibrieren muss. Wenn ich irgendwie schief halte, dann kann es passieren, dass die beim Start irgendwie nach links und rechts zieht und halt nicht gescheit fliegt. Dann soll ich die ganze Sache einschalten, kann hier nochmal den Gyro kalibrieren, wenn die wirklich gerade hochsteigt. Und dann werden wir uns alles gemeinsam nochmal angucken. Hier starte ich, so lande ich, da wird alles nochmal genau erklärt. Kann sie fein einstellen, wenn es irgendwo leicht nach links, rechts zieht. Kann ich das an der Fernbedienung einstellen. Der hat so einen sogenannten Höhehaltemodus, das heißt, wenn ich das Gas-Joystick loslasse, in dem Fall den linken Gasknüppel, da saust dann in der Mitte, bleibt dann in der Mitte stehen und die Drohne hält dann automatisch die Luft. Wenn ich den Knüppel nach oben drücke, wird sie steigen, nach unten drücke, wird sie sinken. Den Heatless-Modus werde ich nochmal drauf eingehen, nochmal genau erklären. Und das war es eigentlich schon. Und hier ist nochmal die Anleitung zu dem App. Weil über dieses App kann ich auch filmen und Aufnahmen machen, mit denen die dann angucken. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Wie gesagt, in der Anleitung wurde sie mit 1800p beschrieben, die Videos, also Full HD. Und bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Okay, hier habe ich meine Bedienungsanleitung nochmal dazu. Einjährige Garantie von Amazon. Hier kann ich die auf 3 Jahre verlängern lassen. Ja, hier in dem Karton habe ich sie drin. Hier habe ich nochmal Ersatzrotorblätter, Schräubchen, einen Schraubendreher, sehr löblich, hier Schutzkappen.
Hier die Fernbedienung, wie gesagt, Mode 2, das heißt, hier habe ich Gas, hier fliegt sie nach vorn, hier fliegt sie nach links und hier wird sie um die eigene Achse, dreht sich um die eigene Achse, je nachdem, wie ich, nach welche Richtung ich drehe. Ja, hier habe ich die Gyro-Funktion, das heißt, nach dem Starten drücke ich hier nochmal drauf, die kalibriert sich nochmal, das heißt, mein Kopf wird sauber gerade nach oben starten. Es kann passieren, dass irgendwelche Witterungseinflüssen, wie auch immer halt, da Gyro dann ein bisschen verzogen ist. Das heißt, dann werdet ihr beim Starten merken, dass sie beim Start dann leicht immer nach oben wegdriftet. Und das ist blöd. Und hier kann man das nochmal, diesen Gyro neu einstellen. Hier startet man und landet die Drohne halt im Flug. Ja, dieses sogenannte Hitless-Modus, das heißt, mal kurz erklärt, ist normalerweise hier vorne immer der Kopf. Das heißt kopflos, das heißt, wenn ich diesen Modus einschalte, die Drohne muss vorher natürlich genau vor mir schweben und ich wieder zurückfliegen will, dann ist es total egal, wie die Drohne steht. Sie wird immer zu mir zurückkommen, wenn ich an diesen Hebel nach hinten ziehe und nach vorne fliegen halt. Für mich als Profi ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich schalte lieber den normalen Modus, weil ich muss halt dann, wenn die Drohne zu mir kommt, hier ist eben vorn und ich muss eben halt ins Gegengesetz drücken, eben nach vorn drücken, wie die Drohne in meine Richtung fliegt. Hier die eigentliche Drohne nochmal. Also ich habe keine einklappbaren Schutzkappen dran. Das ist alles starr hier verbunden. Aber es schaut sehr stabil aus. Hier das Akkufach. Den Akkufach habe ich, das Akku habe ich schon rausgemacht, den Akku, und laden eben gerade auf. Hier habe ich wunderschöne Lampen wahrscheinlich drin. Hier vorne die Kamera, die ich sogar schwenken kann. Wie ihr hier seht. Hier vorne habe ich sogar eine Schutzkappe drauf, die mir beim Transport die Kameralinse schön ordentlich gut schützt, damit sie mir nicht kaputt geht. Okay, sieht sehr nice aus. Gelb, wunderschöne Farbe. Hier habe ich wahrscheinlich ein Licht dran. Hier der Ein- und Ausschalter. Und ja, das war es eigentlich schon. Kurz und schmerzlos. Jetzt warten wir einfach nur ab, bis die Drohne hier, Quatsch, bis die Batterie hier fertig geladen ist. Ich sehe immer noch, das rote Licht brennt. Das heißt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, muss der Akku ausgehen. So, jetzt müssen wir noch unsere App runterladen. Jetzt habe ich hier die separate Anleitung. Hier habe ich den Barcode. Quatsch, den. So, und installiere die ganze Sache. Und da habe ich das App dann drauf. Das dauert einen Menschen. Ein bisschen Geduld in euch. FAT UFO und geht hier drauf. Muss das Programm jetzt kommen. Da muss alles zugelassen werden. Hier kann ich nochmal einstellen, die Sachen gespeichert werden. Parameter kann ich nochmal resetten, wenn ich hier im Rechthandmodus fliegen möchte, weil ich kann das auch mit dem Handy steuern. Das geht auch. Muss ich hier das einstellen. Ich gehe ich auf Play. Jetzt komme ich hier in diese Maske rein, dieses Dingens. Hier kann ich mit dem Handy schon. Ich finde nur jetzt nicht, dass meine Drohne hier. Gehe ich auf Filmen, Foto machen. Hier kann ich nochmal verschiedene Sachen einstellen. Einmal das ist ein VR-Modus. Wenn ich eine Videobrille habe, kann ich nochmal einstellen. Das Licht einschalten. Flips machen. Und quasi hier dann fliegen, die baut sich natürlich jetzt nicht auf, weil ich natürlich jetzt nicht eingeschaltet habe. Hier habe ich einen Ordner, genau, da zeigt man an die Videos, die ich hier dann aufgenommen habe. Also da streamt man quasi das direkt aufs Handy drauf und ich kann quasi vom Handy aus dann die Videos komplett gleich verschicken. So, hier habe ich nochmal eine Einleitung auf Englisch. Hier wird alles noch genau nochmal erklärt, wie ich das per Handy fliegen kann. Würde ich persönlich eher abraten davon, weil mit dem Handy habe ich nicht ganz so das Feingefühl wie mit einer Fernsteuerung. Hier wird mal alles genau erklärt, hier der Gyro kalibriert, der Hitless-Modus, wo man den hier sieht, kann man einstellen, das Licht. Und hier kann ich quasi auch auf dem Handy so drauf malen und dann fliegt er quasi dann der gemalten Linie hinterher oder kann auch sogar mit Voice Control, kann quasi per Voice Stimme den Befehle geben und der Kopter wird sich danach eben bewegen. Ganz interessante Sache. Wie gesagt, das ist eigentlich zu dem App dazu hier und ging sehr schnell zu installieren.
Und jetzt müssen wir noch warten, bis die Batterie voll ist. Klar. Hier haben wir das Trönchen und hier stecken wir den Akku rein und schieben es einfach rein. Hier der selber, es wurde in der Anleitung von 1000 geschrieben, hier habe ich nur 800 mA und schiebe das Ganze jetzt hier rein. Kurz anschalten, was hier. Es geht, funktioniert. Jetzt blinkt er halt und machen wieder aus. So, jetzt werden wir einfach mal beginnen. Die ganze Sache, hier nehme ich das, die Kappe auch schon mal ab. Schalte hier ein. Schalte die Sache hier ein. Und jetzt schon Finger an zu laufen. Jetzt will ich aber noch hier den App installieren. Das heißt, ich muss hier die Wifi einschalten. Diese reingehen, verbinden. Man kann hier unten reingehen. Das ist immer so drauf. So, er hat sich jetzt verbunden. Und ich gehe jetzt hier in meine App rein. FAD Uvo Fplay. Und jetzt baut er sich auf und ich habe hier meine Kamera, sehe ich hier. Vorne kann ich runterdrücken, hochdrücken und kann hier fliegen. Hier nehme ich auf und beende die ganze Sache. Wird das gleich in den Ordner reingepackt. Hier ein Foto gemacht. Hier kann ich in den Ordner nochmal reingehen und sehe hier die zwei Videos. Gehe wieder zurück. Und habe wieder das Live-Bild. So, jetzt wollen wir die ganze Sache starten. Hier habe ich hier schon einen Knüppel hoch gemacht. Das ist schon angegangen. So, jetzt ist es dunkel. Jetzt können wir mal bewundern, wie im Dunkeln die ganze Sache ausschaut. Okay, jetzt starten wir das Ganze nochmal hier. Hier tue ich nochmal schnell den Gyro kalibrieren. So, und hier. Ist sehr laut. Aber liegt sehr stabil. Ich drücke drauf. Ich hoch. So, einfach Film aufladen. Relativ groß, flippen wir es hier nicht. Ihr habt gesehen, ist schon nicht ganz ohne hier zu flippen mit dem Teil. Und hier tun das ganze Teil landen. Ja, die Kamera hat ein bisschen ein Gelbstichproblem hier. Und um eine Minute geflogen, ich beende mal das Video hier. Und es sieht wirklich sehr gut aus hier im Bild, wenn wir das uns mal so anschauen. Und starten wir die ganze Sache nochmal. Hier tut sich nichts. Können Sie sanft anlaufen lassen. Und auch starten, das geht auch. Also mit dem Knüppel kann ich es auch fliegen. Das heißt, erstmal kurz antippen.
Schieben wir zum kurzen Mal einen dunklen. Dann Gas geben und so steht der Luft. Und liegt hier. Und dann ist die Kenntnissache. Und drückt den Knüppel nach unten und sofort, wenn auf dem, der Kopf da auf dem Boden steht, geht die ganze Sache wieder an. Ganz interessant vielleicht nochmal, wenn das Licht ausgeht, wie die Videoqualität ist. Wie gesagt, hier nochmal kann ich alles fein drin, wenn die irgendwo hinzieht. Aber ich würde euch immer empfehlen, hier diesen Gyro-Knopf zu drücken, weil dann ist die wirklich stabil, zieht nirgendwo hin, wenn ihr hier Gas gibt. Hier vorne habe ich nochmal Speed. Hört das Piepsen, das heißt, sind die Geschwindigkeiten. Einmal piepsen, normale Geschwindigkeit, zweimal schneller, dreimal ganz schnell. Das ist eben wichtig, wenn ihr draußen fliegt und da einfach mehr Speed braucht. Hier dieser Flip, ihr habt gerade gesehen, das ist wirklich sehr, ich brauche wirklich Platz hier für diesen Flip und da habe ich echt viel Schiss, hier den in der engen Räumlichkeit auszuprobieren. Also wirklich cooles Teil hier und hier kann ich jetzt nochmal einschalten. Hier fliegt dann quasi die Drohne dann, wenn ich das quasi per Handy bediene, hier diese Strecke entlang. Aber wie gesagt, jetzt hier würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren, dass auch irgendwo hinfliegt. Ich könnte höchstens mal starten, aber ich weiß nicht, ob es geht. Ne, muss ich wirklich mit dem Handy fliegen. Ich sehe wirklich nur. Auf Bildschirm nochmal her. Ja, ich habe schon Verwirbelung da drin. Und okay, stoppe ich die ganze Sache und es geht wirklich sehr cool zu fliegen. Ich habe ja eine sehr coole Drohne und ja, ist ein bisschen laut, finde ich die. Aber wie gesagt, bin jetzt auf die Videoqualität gespannt. Ich werde natürlich jetzt gleich ein Video präsentiert bekommen und könnt ihr sehen, aber wirklich sieht es sehr cool aus. Sehr stabil, gelb, fällt in der Luft auf, ist so schwarz und cooles Teil. Wir werden nochmal einen Autoflug probieren, aber das werde ich dann erst tagsüber irgendwo machen können. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch ein cooles Weihnachtsgeschenk euch zu organisieren bei Amazon. Ciao.